Rajas. Alter, Drogen bis zum Umfallen, schlafen beim Kumpel, kiffen und rumleihen. Eine kranke Phase, diese Tage aus Tagen wurden Jahre. Keine Wohnung, kein Job, keine Freude, mancher hätte aufgegeben. Doch ich hatte Träume, Träume von etwas Besserem, von einem anderen Leben. Ich hatte keine Lust, einfach aufzugeben. Diese Kälte, die in mir Besitz genommen hat, viel zu oft habe ich es selbst schon geschafft. Geld auf dem Konto, trotzdem keine Existenz. Heutzutage wie früher auf die Schule geschwänzt. Es ist nicht zu glauben, doch es ist die Realität. Neu anzufangen ist für einen eigentlich nie zu spät. Ich konnte nicht zufrieden sein, niemand wäre das gewesen. Wenn ich daran denke, kommen mir die Tränen beim Lesen. Viel zu krass, auf keinen war mehr Verlass. Viele hatten was, alle hätten helfen können. Das lässt mich bis heute nicht in Ruhe. Also eins an euch, hört mir bei diesen Zeilen einfach mal ein einziges Mal zu. Scheiß auf eure Crew, ihr Missgeburten, schlaft alleine. Von Kopf zum Fuß, über Arme bis Beine. Deswegen bin ich so geworden, diese Blauäugigkeit in meinem Leben. Diese vielen, vielen Sorgen. Von Januar bis Dezember, immer dasselbe. Von Wärme zu Hitze und wieder in die Kälte. Vier Jahreszeiten durchqueren das Jahr. Und vieles, was dazwischen passiert, ist sonderbar. Von Januar bis Dezember, immer dasselbe. Von Wärme zu Hitze und wieder in die Kälte. Vier Jahreszeiten durchqueren das Jahr. Und vieles, was dazwischen passiert, ist sonderbar. Diese vielen leeren Worte, diese Massen der Menschen mit denselben Ekligen, sollten die einfach nur an sich denken, weswegen ich Fotzen nicht ernst nehmen kann, weil wenn es schlecht läuft, keiner mehr da ist. Mann, ich krieg das Kotzen bei reichen, verzogenen Kindern. Keine Ahnung vom Leben, aber auf dick machen lang. Viele verstehen meine Mucke sowieso nicht, weil sie nicht wissen, wie es ist, wenn man so viel Scheiße frisst. Es ist, wie es ist, das Leben formt und schleift. Also erzählt mir nichts von eurem Scheiß. Ich weiß, 030 im Angesicht des Todes. Kein Scheiß, aber 24 lohnt sich noch nicht. Ich weiß auch bis heute, warum ich keine Freundin hab, weil ihr blöden Nutten Stress wegen einfach nichts macht. Es ist echt unglaublich, es ist ein bisschen traurig, aber wahrscheinlich ist es besser so für mich, glaube ich. Die beste Waffe ist es für Frauen, eine andere. Weil dann peilt ihr nicht, wieso nicht ich, sondern die andere. Aber ich hab draus gelernt, ob gut oder schlecht, mehr Recht und echt, weniger Glück und mehr Pech. Es kommt, wie es kommt, meine Mucke monoton. Musste ihr schon mal Monate bei einem Kumpel wohnen? Weil keiner an dich glaubt, weil du zu viel Scheiße baust. Gebaut hast, deswegen kommt bei mir der ganz tiefe Hass auf manche Menschen, die dich bewegen wollen, zum anderen denken. Wenn du nichts mehr hast, merkst du erst, wer wirklich hinter dir steht. Dass dich momentan einfach nur ein dünner, ein ganz, ganz dünner, dünner Faden trägt, yeah. Von Januar bis Dezember, immer dasselbe. Von Wärme zu Hitze und wieder in die Kälte. Vier Jahreszeiten durchqueren das Jahr. Und vieles, was dazwischen passiert, ist sonderbar. Von Januar bis Dezember, immer dasselbe. Von Wärme zu Hitze und wieder in die Kälte. Vier Jahreszeiten durchqueren das Jahr. Und vieles, was dazwischen passiert, ist sonderbar. Das ist das Einzige, was dich am Leben hält. Der eigene Glaube ist, man, der Glaube einfach an dich selbst. Ich mache diese Sache hier einfach nur für mich, für keinen sonst. Viele von euch witzig und seid für mich Monks. Ihr wisst gar nichts und das wird weiter so sein. Mein Kopf inzwischen ein einziger Stein. Ich hab keine Lust, Mann, mich groß zu verändern. Und mache das, was ich für richtig halte und pendern. We'll be right back.